Hey Leute und willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal hier. Es wird wieder einen Vlog von mir geben und zwar einen Weihnachtsmarkt-Vlog, denn ich gehe heute auf den Weihnachtsmarkt und dachte mir, dass ich da euch auf jeden Fall mitnehmen kann. Ich will mich auf jeden Fall jetzt ready machen und ich kam gerade eben von der Schule. Das heißt, ich sehe überhaupt nicht gut aus. Meine Haare möchte ich noch waschen, dann möchte ich sie glätten, vielleicht auch Locken machen, denn ich habe noch überall Haarspray und das sieht irgendwie messy aus. Ich möchte mich nochmal schminken, etwas Cold Girl mäßig, also dieses Cold Girl Make-up Look nachzumachen. Und ja, dann sehen wir uns gleich, nachdem ich meine Haare gewaschen habe. So Leute, ich bin wieder back und habe meine Haare gewaschen, wie ich auch davor gesagt habe. Und jetzt werde ich auch noch mein Make-up machen. Und wie man sehen kann, ich habe dabei, also während ich meine Haare gewaschen habe, mein Make-up versaut. Und den werden wir jetzt versuchen zu fixieren. Ich brauche als erstes Tücher. Mein Concealer Spoiler, den muss ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich benutze den von Essence, aber habe gehört, der von Fit Me soll sehr gut sein. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Concealer oder Foundation drauf. Oder was sagt ihr? By the way, ich benutze den Foundation von Catrice und der heißt HD Liquid Coverage, lasts up to 24 hours. Den finde ich eigentlich ganz gut, also der deckt wirklich sehr gut ab. Aber man muss den schon so ein bisschen abpudern. Ich kann es halt nicht glauben, heute haben wir den 30. Also den letzten Tag im November. Morgen ist einfach der 1. Und ich muss noch überlegen, wann ich das Video nochmal posten werde. Leute, wir haben einfach schon Dezember. So krass, wo ist die Zeit hin? Ich weiß noch, wo ich mich gefreut habe, dass wir endlich Sommerferien haben, damit ich halt in den Urlaub gehen kann. Das kam mir irgendwie vor einer Woche oder so mir vor. Also überall ist jetzt so weihnachtlich geschmückt und so und ich kann den Vibe immer noch nicht so spüren. Es kommt mir irgendwie nicht so weihnachtlich vor. Ich weiß es einfach nicht. Ihr könnt aber sehr gerne schon in den Kommentaren schreiben, ob ihr in der Weihnachtsstimmung seid. Und wie man sehen kann, meine Stimme ist jetzt nicht die allerbeste. Ich erkälte mich super gerne, nämlich im Winter. Next Step, etwas Concealer. Der ist auch schon fast leer, wie man es sehen kann. Wundert euch nicht, wenn gleich mein Handy fällt, Leute. Ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Bisschen da... Ich habe euch gewarnt. So Leute, ich bin auch fertig, habe ganz schnell noch mein Make-up fertig gemacht und habe meine Haare ganz schnell geföhnt und sie dann wieder geglättet und habe irgendwie versucht, meine Curtain Bangs, die schon relativ lang sind, auch zu stylen. Leute, voll das schlechte Wetter. Es nieselt einfach und ja, eigentlich hatte ich eine bessere Jacke, eine weiße, aber irgendwie hat es von meiner Tasche her nicht gepasst. Ich hatte eine große Tasche dabei und der hätte immer wieder runtergerutscht und ich wollte mich halt nicht damit die ganze Zeit beschäftigen. Mit der Jacke passt es halt ganz gut. Sieht auch mega kuschelig aus und daher no problem. Der Weihnachtsmarkt oder auch genannt Sternstuppenmarkt befindet sich in meiner Nähe. Ich wohne in Wiesbaden und der Markt ist auch in Wiesbaden und schaut mal, wie schön es geschmückt ist. Wir haben dann uns als erst was zum Essen geholt. Es gab Pommes und Rindwurst im Brötchen. Dann habe ich mir eine Capri-Sonne oder Capri-Sand, wie man es jetzt auch nennt, geholt. Dann wollte ich unbedingt einen Crepe haben und schaut mal, wie schön es vorbereitet wird, Leute. Denn es hat so gut gerochen und dachte mir, ich nehme es unbedingt. Der Crepe an sich hat wirklich sehr gut geschmeckt, aber habe dann davon nicht so viel gegessen, denn es war mir irgendwie zu viel und zu süß. Nachdem wir gegessen haben, haben wir uns noch etwas umgeschaut und dann habe ich auch etwas Bilder gemacht und dann wollten wir zum DM und zur Rewe gehen. Überall war wirklich sehr schön geschmückt und ich bin immer noch nicht in dem Vibe, Leute. Ich kann es immer noch nicht fühlen, dass wir bald Weihnachten haben oder überhaupt, dass wir bald 2023 haben. Also es fühlt sich irgendwie nicht so echt an, aber ich hoffe, das wird auf jeden Fall noch bei mir kommen.
Während ich mich geschminkt habe, habe ich euch ja auch gesagt, dass mein Concealer leer ist und den wollte ich auch noch nachkaufen und haben uns noch dann Brillenputztücher gekauft. Das waren ja zumindest die Sachen, die ich selbst gebraucht habe. Ich war dann zuletzt im Rewe und habe mir ein paar Snacks gekauft, denn am nächsten Tag wollten wir mit dem Jahrgang, mit allen Klassen dann in einem Ort fahren und davon werdet ihr auf jeden Fall auch noch erfahren, denn ich habe für euch dafür einen Vlog vorbereitet. Daher bleibt dran und vergisst nicht, die Glocke bei mir zu aktivieren. So Leute, und das war's auch vom Video. Es war halt nicht so lang, wie ihr es gesehen habt, denn es war wirklich sehr spät für mich und wir sind dann auch sehr kurz im Markt geblieben und wollten den unbedingt so anschauen. Es war uns auch zu Hause sehr langweilig und war dann eigentlich sehr gut nach der Schule für mich. Denn es fühlt sich überhaupt nicht realistisch an, denn die Zeit verfliegt so schnell und man kann einfach nicht realisieren, dass man bald einfach Weihnachten hat und dass man überhaupt noch 2023 hat. Und das kommt mir wirklich sehr krank vor. Das war jetzt nur ein Teil vom Sternschnuppenmarkt, sage ich jetzt mal, oder Weihnachten. Weihnachtsmarkt, je nachdem wie es sagt, in Wiesbaden. Es gibt auch noch einen anderen Teil, da möchte ich auch unbedingt hin und hoffe natürlich, dass ich da auch einen Vlog für euch machen kann. Ich habe auch im Video erwähnt, ich habe mir ein paar Snacks im Rewe gekauft, denn wir wollten mit der Klasse in einem Ort fahren. Also wenn man so denkt, was ist ein Ort, ist es eigentlich nicht so toll, aber schon interessant, wenn man es kennt und weiß und wenn man sich auch vielleicht davor beschäftigt hat, kann es wirklich sehr interessant sein. Und dafür habe ich für euch einen Vlog vorbereitet. Daher vergesst auf jeden Fall hier nicht die Glocke zu aktivieren. Allerwichtigste ist natürlich, mir zu abonnieren, damit ihr die Glocke auch aktivieren könnt und damit ihr dieses Vlog dann von mir nicht verpassen könnt. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben hier geben. Und dann würde ich auch sagen, wir sehen uns in meinen nächsten Videos. Bis dann!